FM1 Melodie. Musik fürs Herz. Bei mir habe ich eine relativ neue Stimme, Jennifer Brennings. Du bist jetzt hier in Württemberg beim Michael Fischer Event mit dabei. Seit wann machst du überhaupt Musik? Musik mache ich eigentlich schon immer. Also laut meinen Eltern habe ich schon mit nicht sprechen angefangen, sondern singen. Und ja, es war schon immer ein Teil von meinem Leben. Und es war immer schon so, dass ich, wenn irgendwas war, sofort Stimmungsschwankungen oder sonst irgendwas war, bin ich sofort ab in meine Musikecke, habe Musik gemacht und dann war alles wieder okay. Aber so an sich, den ersten Auftritt hatte ich mit 8 Jahren auf dem Geburtstag von meiner Mutter. Und dann ist so langsam nach und nach immer mehr geworden. Du hast schon in verschiedenen Anlässen teilgenommen. Was war da schon drunter? Also das erste war so ein ganz kleiner Wettbewerb bei uns in der Nähe, nannte sich Heidenheim sucht den Superstar. Da habe ich den ersten Platz gemacht. Danach folgte dann Bravo Star und da bin ich unter die letzten 10 gekommen. Daraufhin kam dann The Winner Is, da habe ich den zweiten Platz belegt und dann kam eben DSDS, Deutschland sucht den Superstar, und da hat es dann nur für den Recall gereicht. Allerdings habe ich da gute Erfahrungen sammeln können und bin mit einem lachenden und weinenden Auge gegangen. Lachen und weinenden Auge, warum klappt es weiter nicht, glaube ich, weil du einfach schlicht und einfach zu jung warst, wenn ich hier richtig informiert bin. Genau, also die Jury meinte, es war super, es hat auch alles gut geklungen, es gab keine mangelhaften Dinge oder sonst irgendwas, sondern es lag einfach nur am Alter und ich solle ja wiederkommen, wenn ich älter bin. Und ja, wer weiß, vielleicht irgendwann nochmal, aber ich sag jetzt erstmal, sag niemals nie. Jetzt probierst du wahrscheinlich einfach einen anderen Weg, den Weg, der vielleicht nicht ganz so schnell ist, aber dafür wahrscheinlich nachhaltiger auch. Ja, also ich versuche es jetzt so auf eigene Faust, mit Hilfe von Freunden, mit Hilfe von anderen Musikern, die ich kennengelernt habe. Und ja, es klappt eigentlich ganz gut bis jetzt. Ich habe einen Song rausgebracht, sogar 3, habe den Emmy Award gewonnen und es läuft eigentlich ganz gut und ich kann mich gerade eigentlich nicht beschweren. Die Kritiken hier in Württemberg nach deinem Auftritt waren sehr, sehr, sehr gut. Hast du das auch auf der Bühne gespürt? Ja, na klar habe ich das auf der Bühne gespürt. Ich habe auch am Ende gesagt, das Publikum war echt der Hammer. War seit langem das beste Publikum, wo ich hatte, weil alle haben mitgemacht, alle haben getanzt, alle waren voll dabei und dieses Gefühl, einfach nur diese Energie, die rübergekommen ist, war wirklich unglaublich und sowas habe ich lange nicht mehr gehabt. Du singst Jennifer Rush, du singst Helene Fischer. Wo sind deine Vorbilder? Meine Vorbilder liegen natürlich eher in der Popmusik, R&B, all diese Richtungen, sowas wie Christina Aguilera, Britney Spears, Whitney Houston teilweise auch. Aber das ist schon etwas höher gegriffen. Und hier in Deutschland so, diese deutschen Prominenten sind eher so Mandy Capristo Vorbilder. Und es sind einfach nur Leute, die mich inspirieren, weil sie eben bodenständig sind, trotz dessen, dass sie Erfolg haben. Und so möchte ich irgendwann auch sein. Wenn man mehr von dir wissen möchte, kann man sich wo informieren? Wo kann man sich informieren? Also wenn man Musik von mir hören möchte, dann auf YouTube einfach nur Jennifer Brennings eingeben und dann müsste eigentlich mein Account kommen. Und wenn man dann eben Nachrichten erhalten will, wie zum Beispiel Events, die wie zum Beispiel heute stattfinden, dann kann man das auf Facebook auf meiner Gefällt mir Seite sehen, Jennifer Brening. Und da ist man dann über alles informiert. Unter anderem kann man auch in meinem persönlichen Account drin sein, Jennifer B. Sky. Da kann man dann auch mit mir schreiben, mit mir Kontakt aufnehmen und einfach nur so, wenn man möchte, buchen oder sonst irgendwas. Was sind deine nächsten Ziele, so die kleineren oder die größeren? Die kleineren Ziele sind erstmal meine eigenen Songs, die ich selber schreibe, fertigzustellen, rauszubringen und die auch an meine Fans zu bringen, weil die schon sehr lange darauf warten. Aber sonst ist natürlich auch das Ziel, mehr Fans zu bekommen, mehr Leute zu erreichen, mehr Leute zu berühren. Und das ist das, was ich gerade anstrebe. Hoffen wir, dass alles gut klappt und hoffen wir, dass wir uns bald wieder mal sehen. Ich hoffe. Danke vielmals. Gerne. Tschüss.